hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Was? Oh nein. Eimer auf. Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Aufwand. Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Yep. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Oh, wir müssen das irgendwie ausschalten. Geh mal zum Turm. Verdammt. Die Anomalie blockiert den Ausgang. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Hier? Verdammt. Nee. Die Anomalie wenigstens... Die Vorlesungsuhr mal testen, damit wir das anklicken können. Typisch. Kaum ist Feierabend, vergeht die Zeit wie im Flug. Genau. So wie immer. Regenschirm? Die Uhr? Was würde rein theoretisch passieren, wenn ich an den Zeigern der Uhr drehte? Sie würde nicht mehr die richtige Uhrzeit anzeigen? Ja. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Dann sollten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, den Fachbereich mit Forschungsgeldern zu unterstützen. ja. Keine Ahnung. Verdammt. Die aber wenigstens... Studenten vielleicht? Wollen die Studenten anreden? Wie hält man das Ding an? Haben Sie schon den Knopf gedrückt? Nichts. Weil es nichts bringt. Ihr ratet ja nur. Wie Sie es uns beigebracht haben. Ach Mist. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf euch. Puh, keine Ahnung. Unkraut mit Aufwart. Kann mir jemand sagen, was du benimmst dich setzen? Ich sitze bei deinem Not. Unkraut mit Schnabeltierklotz. Hat doch bereits das alte Buch verwöhnt. Ich hab nicht mehr so viel, bis ich klicken könnte. Goal. Du warst. Okay. Danke für deine Unterstützung. Verdammt, aber wenigstens. Was könnten wir tun? Lefcha. Ja, beim Dude war ich auch, habe ich gesehen, dass du da bist. Ja, du bist besser für Aufmerksamkeit. Echt? Also kommen mehr Leute, es ist ein größeres Publikum, oder? Weil bei Twitch sind ja das nicht so viele Leute wie bei YouTube, sag jetzt mal. Ich komme halt kaum dazu, meine Streams zu rendern und da hochzuladen. Da mache ich es lieber direkt. Ja, verstehe ich. Aber wie machst du das dann, wenn du das dann direkt auf YouTube speicherst? Kannst du das auch in Teile splitten? Also kannst du das direkt in so 20-Minuten-Teile splitten? Weil ich mache das immer so, ich nehme den kompletten Stream von Twitch und teile ihn dann halt mit dem Schnittprogramm auf 20-Minuten-Teile, zack, zack, zack. Und dann lade ich es hoch auf YouTube. Natürlich immer mit anderen Namen. Dann habe ich meine Streams noch. Und bei Twitch kannst du 400 Follower haben und doch immer so 4 bis 7 Zuschauer bei YouTube. Von 62 Abos sind dann auch so 10 bis 20 Leute da. Echt? Ich glaube, das geht, so viel ich weiß. Cool, praktisch. Praktisch, also... Ja, also ich habe es mal versucht und da konnte man halt keine verschiedenen Namen benennen. Und man konnte nur ein Video teilen, aber dann habe ich nicht gecheckt, wie ich es dann halt in mehrere Teile splitte, sodass man eigene Teile rausbringt mit eigenen Namen. Ich habe es nicht gecheckt, also bei mir war es überhaupt nicht möglich, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht so wirklich groß ausprobiert. Unkraut... Raus. Verdammt. Die Anomalie blockiert den Ausgang. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit. Noch irgendwelche Ideen? Ah, jetzt. Nennen wir das mal Plan B. Danke. Das stand dran, dass man das machen kann. Ich weiß nur nicht wie. Okay.
Da müssen wir mal informieren, weil ich finde es immer ziemlich nervig, dass ich immer mit einem externen Programm dann rumwurschteln muss. Und dann muss man in YouTube das extra hochladen und eigens benennen. Man könnte ja komplett alles hochladen, dann auf YouTube schneiden. Das wäre eigentlich viel geiler. Hast du mal Lust, was zusammen zu machen? Ja klar, gerne. Können wir gerne mal was machen. Also wir müssen mal unsere Spiele abgleichen. Da haben wir bestimmt einige Spiele, die wir zusammenspielen können. Gerne, können wir gerne machen. Und dann, ich habe auch schon einen TeamSpeak-Server. Also von VB Gaming, von meinem Netzwerk, habe ich schon einen TeamSpeak-Server. Können wir auch drauf uns treffen und dann können wir dann schön zocken. Stream. Ausrufezeichen Game zeigt das aktuelle Spiel an. Und Ausrufezeichen. Was war es gleich wieder? Uptime, glaube ich, zeigt den Dings an. Zeigt die Zeit an. Schnabeldeckkopf, nimm es nochmal weg. Mist. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Ja, glaube ich auch. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Anschlussfrage. Wer mag Flugscheißer? Niemand? Ja, richtige Antwort. was können wir sonst noch machen? Hm, Regenschirm mit Laufrad. Schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. Ha. Natürlich. Regenschirm in Laufrad. So geht's immer. Cool. Wir können wieder raus zum Turm. Das bringt nichts. So, dann können wir jetzt hier raus. Sehr schön. Okay, hier hat sich noch gar nichts geändert. Aber es macht nichts. Ja, aber ich brauche deinen Stream. Was? Steam-Name. Achso, wegen Abgleich. Steam-Name. Wenn ich jetzt den post, dann geht's eher. Wenn ich dir jetzt den sage, dann musst du erstmal suchen und dann findest du ihn erstmal nicht. Moment, ich schau mal ganz kurz, wie geht denn das gleich wieder? Normalerweise steht's aber bei mir in Twitch drin. Also irgendwo, ich habe ihn zumindest eingefügt. Moment, ich werde mal hier. wie kann ich den anzeigen lassen? Auf Einstellungen. Account Details. Nee. Profil. Irgendwo war doch der Punkt mit Profil. Achso, da, stimmt. Genau. So, wie kann ich jetzt hier den Link schicken? Ich habe jetzt mein Profil angezeigt. Ich weiß bloß nicht, wie ich dir den Link schicken kann. Profil. Und dann? Viel bearbeiten? Nee. Man konnte doch irgendwie den Link anzeigen lassen, oder? Jetzt hat. Aber jetzt geht's. So. Du hast mir auch schon geschickt, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe dir jetzt meinen Link geschickt. Ja, ich habe ihn dir geschickt. Sehr schön. Optimal. Gut, jetzt kann es weitergehen. So. Okay. Jetzt haben wir unsere Links ausgetauscht. Habt ihr geflüstert? Ja, hab's gesehen. Genau. Super. Ähm.
Gut, wir haben hier Unkraut und Tafeleimer. Wir gehen jetzt mal hier nach vorn und in die Verwaltung. Jetzt dürfen wir reingehen können, oder? Nee. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha, ausmerzen. Ja. Yeah. Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Undankbar. Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ein ja, Träumer. Ein Anarchist. Ehrlich? Ja, in seinen Augen vielleicht schon, aber in unseren Augen nicht. Ganz schön knifflig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Yeah, Refcha, du hast mich hinzugefügt. So, annehmen. Sehr schön. So. Wie geht's weiter? Mal gucken. Aschenbecher? Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Milchzähne? What the fuck? Das ist ein Schlüssel, den können wir bestimmt nicht nehmen. Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen. Chronicle. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. So wie er. Hier ist ein Vogelaufkleber. Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei. Und bam. Ja, war klar. Und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Okay. Buntglasscherben. Mhm. Hier ist noch eine Pfeife. Haha. Oh. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Okay. Pfeife mit Aschenbecher. Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei... Ist das in Ihrem Alter? Die Nikot haben mir alle meine... Okay. Kann man mit dem Dekan noch reden? Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Okay, raus hier. So. Jetzt hätten wir... Was ist das? Was Neues? Nee. Die Ziege muss man auch mal runterholen. Was hat man denn da? Buntglasscherben. Buntglasscherben. Sie sind hübsch, sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Wahrscheinlich schon. Mit Tafeleimer? Ich behalte meine Sachen lieber lose. So wird der Schaden. Okay. Die Idee kannst du in der Pfeife rauchen. Pfeife? Die Idee kannst du in der Pfeife rauchen. Okay. Pfeife mit Unkraut. Das gibt eine tolle Pfeife. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Das ist kein Unkraut. Das ist kein Unkraut. Moment. Sollten wir sie vielleicht anzünden? Aber wo und wie? Moment. Vielleicht. Vielleicht hier. Hörsaal? Da haben wir doch. Nee, da haben wir kein Feuer. Scheiße. Moment.
gestopfte Pfeife. Nee, geht nicht. Gestopfte Pfeife mit Studenten. Nicht nötig, ihre kleinen Nerdköpfchen rauchen bereits. Starbound. Nee, das ist sehr gutes Zeug. Ich weiß, wofür du die Scherben brauchen wirst. Echt? Ich weiß noch nicht. Was mit Starbound läuft schon? Starbound habe ich ja. Sehr gutes Zeug. Habe ich schon lange nicht mehr gezockt, Starbound. Ich habe auch Minecraft, aber das steht nicht drin. Müssen wir... Was könnten wir mit der Pfeife machen? Gehen wir nach vorne und zur Verwaltung und versuche die Pfeife anzuzünden. Unmöglich herauszufinden, ob das seine Sorte ist. Ich muss mich wohl bei meiner Kühnheit packen und es darauf ankommen lassen. Mhm. Gib's ihm. Ah. Meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Der. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. Damals. Guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Mit der Zeit? Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Nein. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Also älter als jetzt. Da quietscht doch was. Ja, ist der Vogel. Jedes Mal, wenn man drüber geht, dann quietscht der Vogel. Hör doch mal was ganz Cooles. Hab's noch nie gezockt. Starbound wäre mal nice. Echt? Ja, ich würde ganz gerne mal Starbound streamen. Können wir gerne machen. Ich hab's letztens mal wieder gesehen beim Gronkh und ich hab's, glaube ich, mal kurz angetestet letztens. Ich da mal Aschenbecher nehmen. Schlüssel? Wir können bestimmt Schlüssel jetzt nehmen. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht. Darf ich dann auch? klar. Yippie! Okay. McChronicle, oder? Psst! McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Na. Nein, okay. Hat er nicht. Pfeife. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das immer. Hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Okay. Raus. Oh, der Vogel. Der arme Vogel. Ja. Gut, wir haben jetzt einen Schlüssel. Da können wir jetzt... Moment. Nach hinten gehen und zur Labortür und können wir jetzt die Labortür aufschließen. Jetzt bin ich gespannt. Was ist da wohl dahinter? Und? Tada! Ach, das sieht mir schon ein wenig kompliziert aus. Ein Stargate. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Okay. Zeitmaschine. Okay. Tachionentank. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um
zu wissen, was nun zu tun ist. Tachyonin-Käse. Also, wir müssen die